ihr Lieben, hier ist die Kati von den Wirbel und Herzis. Heute geht's in unserem Adventsspecial um das Thema Pferd, wie ihr im Winter die Durchblutung eures Pferdes anregen könnt, gerade in der kalten Saison, um euer Pferd optimal aufs Training vorzubereiten. Warum das Ganze? Wenn es kalt wird, ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Der Körper geht einfach von der Durchblutung eher in den Bauch- und Brustbereich, um die Organe zu durchbluten und weniger in unsere Bein- und Hufbereich. Die brauchen wir aber, um eine optimale Bewegung zu haben, um unser Training möglichst gesundheitsschonend zu fördern. Und hierfür zeige ich euch ein paar kleine Handtechniken. Also, zu Beginn könnt ihr den weit entferntesten Bereich eures Pferdes bewegen, um die Durchblutung anzuregen. Hierfür nehmt ihr das Bein auf, wie beim Hufe auskratzen, legt eure Hand tellerförmig drumherum und kreist den Huf in langsamen Bewegungen, wie wenn ihr ein Glas auf- oder zuschraubt. Macht das Ganze schön langsam, in einer rhythmischen Bewegung, zählt auf die Zahl 20. Nach 20 Kreisbewegungen geht ihr entgegengesetzt. So, der Huf ist sehr stark durchblutet, also ist gefüllt mit viel Leben. Deswegen könnt ihr über das Hufkreisen die ganze Durchblutung von unten nach oben, das Bein entlang bis in Schulter- und Widerrispartie anregen. So, als nächstes nehmt ihr beide Hände, fangt an, das ganze Bein auszustreichen. Geht hier oben öffnend in ein V. Das macht ihr ein paar Mal. Einmal liegen die Hände vorne und hinten am Bein und dann liegen die Hände seitlich innen und außen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ja, Schatzi, geht ihr her. Macht mechanische Reibung, ganz gestreckte Finger und reibt das Bein aufwärts in gleichen rhythmischen Bewegungen. Aufpassen auf die Kastanie hinten, dass ihr euch die Hände nicht aufritschelt. Das könnt ihr ein paar Mal hintereinander machen. Achtet darauf, dass ihr die Bewegung fließend ausführt und wirklich immer von unten nach oben. Wenn wir uns jetzt an den Beinen aufwärts gearbeitet haben, können wir noch die Beine mit dem Rücken verbinden, weil wir ja auch hier schließlich später sitzen werden. Dafür macht ihr zwei hohle Hände und patscht euer Pferd durch. Das heißt, ihr macht wieder in rhythmischen Bewegungen Hohlhandklopfungen, so dass man wie hier beim Kaliel alles schön schwappeln sieht. Ihr könnt hier komplett Oberarm hoppala, und Schulterbereich nach oben. Arbeitet euch dann entlang neben der Wirbelsäule. Klopft mit so viel Druck, wie euer Pferd gut aushalten kann. Geht hinten nach unten bis zur Kniekehle. Das könnt ihr auch ein paar Mal immer von vorne nach hinten durchführen. Zuallererst aber wirklich erst die Hufe kreisen, dann die Beine aufwärts streichen, die mechanische Reibung und zum Abschluss verbinden die Hohlhandklopfungen. Kali und ich wünschen euch viel Spaß dabei. Es gibt keine Kontraindikationen, es darf jedes Pferd sich wohlfühlen dabei und euch eine Erleichterung fürs Training geben. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Advent und sagen bis eure Kali.